Make-up damit machen. Wico. Ach so, oh ja? Gott. Wico. Seid ihr locker? Ja, ja, total. Letzte Folge jetzt, ne? Finale. Die Leute sind gespannt, was passieren wird. Ich auch. Wir auch. Vic, bestes Verfahren. Ne? Schönstes Verfahren, die saubersten Nähte sind möglich. Nahezu alles Schweißbare kann mit Vic geschweißt werden. Einfache Auftragsnähte. Eigentlich ist es ganz einfach. Knopf drücken, loslassen. Dann warten wir ein bisschen, dass ein Schmelzbad kommt. Dann nehmen wir uns unser Zusatzwerkstoffdrähtchen, tupfen das einmal ein, lassen das Ganze so ein bisschen einwirken, bewegen uns vorwärts, wiederholen das, Steuerung C, Steuerung V. Mehr ist es nicht. Also easy peasy. Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung, ja, kleines Geplausche vor dem Start. Seid ihr alle, seid ihr Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung? Richtig überzeugend. Auf jeden Fall. Die Hemmungen sind weg. Ne? Spätestens, wer die erste Elektrode gezündet hat, habt ihr ja vor 2 Wochen gemacht. Ne? Da ist eigentlich, spritzt auch diesmal nicht. Ganz sauberes Verfahren. Ich würde fast schon direkt rein in die Materie. Ne? Wer hat Elektrode angefangen? Du? Du bist raus? Wer hat Mack angefangen? Die Lara. Ja, das heißt, ihr seid raus und dürft in einer halben Stunde und in einer Stunde wieder dazustoßen. Ganz unauffällig in die Folge rein, ne? Bumm, auf einmal sind wir da. Und jetzt gleich geht schon der Brenner an. Ja? Was machst du da? Ich gucke. Drücken und gedrückt halten, das sieht dann ungefähr so aus. Jetzt sind wir in unserem Zündstrom, ja? Und wenn ich jetzt loslasse, dann fahren wir auf unseren Schweißstrom. Und das mache ich genau jetzt. Jetzt fahren wir hoch auf 95. Jetzt haben wir schon ein wesentlich größeres Schmelzbad. Das sieht schon gut aus. Jetzt können wir uns noch ein bisschen positionieren und geben so langsam mal den ersten Tropfen. Ja? Und ich mache auch das wieder mit so ganz leichtem Pendeln. Jetzt gilt es, diese Mulde da immer im Auge zu haben. Linke Flanke, rechte Flanke. Bedeutend weniger Draht als beim Alu, ne? Beim Alu-Schweißen. Hier brauchen wir echt nur ein ganz kleines Tröpfchen. Der ist tatsächlich ergiebiger, würde ich mal sagen. Auf meiner Seite gebe ich immer den Tropfen und dann schieben wir den quasi rüber mit der Temperatur und mit dem Schmelzbad. So, jetzt halte ich gedrückt. Wir fahren in den Absenkstrom. Jetzt machen wir aus und das machen wir genau jetzt. Und dann gehen wir in die Absenkzeit. Also wir sind im Plus, aber so ganz leicht drüber nur. Ne? Ich glaube, hier hinten hätten wir sogar ein bisschen mehr Zusatzwerkstoff geben können. Wir machen mal eine ganz blind. Ja? Bist du bereit? Ich denke schon, ja. Geht. Geht. Gut, los geht's, ja. Oh je, jetzt habe ich gerade einmal rumgedrückt. Ja, einfach abwarten, passiert nichts. Jetzt musst du, glaube ich, mal loslassen. Oh. Du bist jetzt einmal, du hast irgendwie durch Drücken den Zyklus einmal übersprungen und bist vom Schweißstrom direkt in den Absenkstrom gegangen. Ich habe aber jetzt durch den Helm eine Sache gesehen. Ja. Ich glaube, du solltest versuchen, deine Hand abzulegen in irgendeiner Form. Das Ziel ist definitiv irgendwann Freihandschweißen. Ja? Aber da musst du wirklich mit Atmung und mit
Da musst du mit allem sehr sparsam sein. Ja, also eigentlich ein Schweißer atmet nicht während der Schweißung. Bullshit. Alles gut. Drücken, gedrückt halten. Wenn du meinst, bereit zu sein, lässt du los. Du kannst den Abstand zum Brett, zum Blech so ein klein wenig erhöhen. Ja, genau. Ja, lass los. So, und jetzt warten wir. Warten, warten, warten. Ja, jetzt kann man so ganz langsam mal ein ganz kleines Tröpfchen draufgeben. Ruhig rein in das Schmelzbad. Genau, und wenn du siehst, dass sich da das Schweißgut aufbaut, dann gehst du so ganz langsam nach vorne. Genau, und gibst dem direkt noch einen Tropfen. So, und das kannst du jetzt direkt nochmal wiederholen. Noch ein Tröpfchen. Brennerhaltung beibehalten, muss unten bleiben. Genau. Richtig, warten, immer schön geduldig sein. Dann den Draht gerne aus dem Lichtbogen raus. Am besten ein bisschen zu dir, nicht aus der Gasglocke raus, aber aus dem Lichtbogen. Sieht aber bisher alles ganz gut aus. Genau, jetzt lasse ich dich einfach mal machen. Okay. Wenn du gleich hinten angekommen bist, dann kannst du gedrückt halten, also drücken und gedrückt halten. Ja, also jetzt drücken, ja. Gedrückt halten, bis es fast aus ist. Genau. Und jetzt loslassen. Und dann warten und Gas nachströmen lassen. Okay. Gibt ganz klar schlechtere Nähte. Ja. Kann man sehen, ne? Bürsten wir gleich mal, wird ganz gut aussehen. Das ist so, wenn so ein Hochspringer, ne? Wenn der einfach mal so 2,10 Meter reißt, ne, dann ist 2,10 Meter wieder zu erreichen schwierig. Der stört so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen zu störrig jetzt. So? Ja, so ist auch gut. Ja? Ja. Genau, da muss man auch immer drauf achten, immer schön, ich sag mal, die entspannteste Brennerhaltung irgendwie finden. Genau. Jetzt wieder ein bisschen. Genau, jetzt wartest du ein bisschen, bis das groß genug ist. Ich sag mal so ungefähr 5 mm, schwer zu erkennen durch den Helm. Jetzt? Ja, jetzt kann man so langsam. Genau. Bildet sich da immer so ein Tropfen an deinem Zusatzwerkstoff, siehst du das? Ja. Wenn du den Zusatzwerkstoff, du musst den irgendwie in der Glocke lassen, aber, also vor deiner Düse, aber weg von der Elektrode. Das heißt, du ziehst den so ein bisschen zu dir. Ich würde jetzt einmal ganz kurz an deinem Draht tippen. Gib mal den Tropfen ab da. Ja. So, und dann gehst du nach hier. Ah, okay. Ja, und dann gehst du wieder rein, okay? Ja. Genau, und jetzt gehst du wieder rein, weil dann ist der aus der Hitze raus. Genau, genau da gehst du hin. Dann ist er in der Gasglocke, verbrennt nicht, aber bildet keinen Tropfen vorne. Und wenn du meinst, gehst du wieder rein. Der Lichtbogen sorgt dann dafür, dass der abschmilzt. Ja, jetzt kannst du loslassen. Ich fühle nur, dieses Blech eben. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich das überhaupt nicht so gut koordiniert bekommen habe diesmal, wann ich den Zusatzwerkstoff reinhalten muss. Ich hatte das Gefühl, da ist viel zu wenig irgendwie von reingegangen. Wenn du in dieses Schmelzbad entweder tupfst oder in den Lichtbogen
gehst quasi mit deinem Zusatzwerkstoff in den Lichtbogen, dann bildet sich dieser Tropfen und der fällt fast rein. Besser ist natürlich immer ins Schmelzbad, dann so ein bisschen nachzudrücken. Ja? Also kann ich das wirklich direkt rein? Ja, ja, klar, das kannst du. Was passiert, wenn ich denn dann da dran komme? Dann verschmutzt die Wolframelektrode und müsste dann neu angeschliffen werden. Okay. Mehr passiert aber da auch nicht. Also, also was du machen kannst, ist Tropfen geben. Ja. Direkt, anstatt so einen leichten, kontinuierlichen Vorschub, bleibst du an dieser einen Stelle, tupfst einen ordentlichen Tropfen rein. Ja? Selbst wenn da zwei Tropfen reinfallen. Und dann machst du eine, ich würde fast sagen, so eine abrupte Bewegung nach vorne. Und wartest dann auf dein nächstes Schmelzbad und gibst ihm wieder einen großen Tropfen. Du musst diesen Tropfen quasi, je länger wir den erhitzen, desto flacher wird er. Weil du den Einbrand erhöhst durch das auf der Stelle quasi Einwirken der Temperatur. Ja? Okay. Wenn du dich aber dann schnell von deinem gesetzten Tropfen nach vorne bewegst, dann bleibt er oben, er starrt quasi oben und du bist schon 2-3 mm weiter und kannst den nächsten legen. Also du sorgst wirklich dafür, dass sich das aufbaut und bewegt sich, was heißt, ich will nicht sagen ruckartig, muss man, ist so ein langsam, schneller, langsam, schneller, langsam, schneller, langsam, ne, ist so ein, wie gesagt, Schweißtechniken gibt es ohne Ende, ne? Du kannst, rein theoretisch kannst du auch den Draht einfach da drinnen lassen und drüber ziehen und nachdrücken und ich glaube, so ein bisschen sitzen ist zumindest so anlehnen. Ja, ja, genau. Du kriegst jetzt von mir mehr Power. Ich glaube, das ist besser für dich. 105 Ampere. Achso, ich bin jetzt schön reingelaufen, ne? 105 Ampere, weil du dann schneller Vorschub geben kannst. Der ganze Prozess läuft schneller ab. Mehr Temperatur, 5 mm Blech. Du kannst jetzt besser schmelzen. Mhm. Ja? Einfach, weil es mehr Power ist. Ruhig rein ins Schmelzbad. Mehr, mehr, mehr. Gib ihm noch ein bisschen mehr. Genau, und sobald der abgefallen ist, gehst du einfach ein kleines Stück nach vorne. Probierst du so richtig ruckartig mal. Genau. Und noch mal rein. Und schon wieder rein. Ja, 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 ja. Also das ist so der klassische Tropfen, den würde ich schon gar nicht mehr ablegen da drinnen. Am besten ausmachen. Genau. Also bei sowas würde ich immer absetzen und wirklich den Draht einmal abpitchen und in die Tonne und dann lieber wieder mit einem frischen Stück Draht, hier, wo es wieder nicht diese graue, sondern wirklich 30, 40 mm abhacken und wieder im kupferfarbenen Bereich anfangen. Ja. Nummer 4, Finale. Und Tröpfchen. Und vor. Und Tröpfchen. Genau. Und vor. Und Tröpfchen. Genau. Ja, das ist, weil du nicht zur Seite rausgegangen bist. Zur Seite raus. Zur Seite? Also. Genau. Und dann Tröpfchen rein. Und genau. Und wieder. Und wieder raus. Und wieder rein. Elektrode ein bisschen näher zum Schmelzbad. Genau. Und rein ins Schmelzbad. Und nochmal. Und vor marschieren. Und nochmal rein. Und genau. Und wiederholen. Genau. Ruhig aggressiv da reinstecken und nicht so. Genau. Und nochmal. Genau. Und absenken. Knöpfchen. Blech zu Ende. Ja. Oh Gott, nee. Doch, klar. Ja? Ja, sicher. Jetzt ist die erhaben. Du bist jetzt im Plus. Das ist so dünn. Ja, das ist okay. Okay. Das ist okay. Du kannst ein bisschen Breite herstellen mit Pendeln. Pendeln ist nicht immer erwünscht. Ja. Ja? Aber du hast jetzt viel mehr. Ich sag mal, naja,
die Naht ist deutlich erhaben. Ja, du bist halt gut im Plus. Hm. Das ist in Ordnung. Und wie gesagt, dieses Verfahren, das ist Königsklasse. Ja? Auch wenn Elektrodenwurzelschweißen auch sehr schwierig ist, ja? Aber Wick ist schon, du hast einfach mehr zu handeln mit zwei Händen. Ja. Ne? Dauert lange, ja, man muss sich lange konzentrieren, du musst die ganze Zeit auf dieses Schmelzbad gucken und überlegen, was macht dein... Genau, was macht die rechte Hand, was macht die linke Hand, und das zu koordinieren ist, ja, nicht so einfach. Ja. Die Lara, nice. Nice. Ich bin gespannt, was noch passiert, ja. Ich würde sagen, wir switchen einmal die Kandidaten, mhm, und wir sehen uns gleich im Fazit. Genau. Freunde? Ton läuft und Kamera läuft. Schweißen läuft auch. Die Lara hat uns gerade mal gezeigt, wie lange so eine Schweißnaht dauert. Und wie lange man hoch konzentriert sein muss. Du machst das zum ersten Mal, ne? Mhm, ja. Aufregung nehmen wir direkt mit der ersten Naht weg. Okay. Ja, Maschine ist eingestellt. Wir haben irgendwo mal mit 70 Ampere begonnen, sind dann über die 95 auf die 105 gegangen, weil es sehr lange dauert. Für dich sind das alles nur Zahlen. Ne? 105 funktioniert, das ist ein Wissen, was, mhm, du einfach mal einpackst. Da ist ein Helmchen, hier sind deine Handschuhe. Das halte ich so rum, ne? Das hier ist oben, das ist unten. Das ist ein sehr guter Hinweis, ja. Weißt du auch, warum man das so macht? Nein. Wenn man verschiedene davon zu Hause hat, ja? Ja. Kann man an der Prägung immer noch erkennen, was das für ein Zusatzwerkstoff ist. Ach so, okay. Weil der Zusatz würde ja nicht funktionieren, ich sag mal, für einen anderen Stahl, der, ja? Ja? Wie weit soll ich das am besten halten? So, so. Also ich würde mal... Ich sage mal, so reicht fürs Erste, mhm, dann hältst du den aber fest, mhm, und tupfst den. Ja. Ja? Also du brauchst noch nicht anfangen mit dem, das kann man schon, ne? Mhm. Du darfst auch gerne nachschieben. Du musst mit, Achtung, 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 ja, Achtung, die Elektrode, mhm, die Wolfram-Elektrode darf nicht das Werkstück berühren. Nein? Nein. Das hätte man, okay. Das hätte ich jetzt gemacht. Nein. Das, also, schau mal her. Das wäre, so könnte man das zum Beispiel machen. Ja? Du brauchst so eine Entfernung. Der Funke springt automatisch, okay, über. Mhm. Ja? Ja? Ganz automatisch. HF-Zündung, mhm, Hochfrequenzzündung, ja? Ja? Ja. Sucht sich automatisch den Weg, sobald die Luft ionisiert ist. Ja? Okay. Und das Ionisieren übernimmt ja bekanntlich unser Argon, unser, ach, Schutzgas. Ja, okay, ja. Mhm. Ja? Passiert da schon was? Ja, da passiert was. Achtung, du hast einen Viertaktmodus eingestellt. Das bedeutet, du musst gedrückt halten, bis ein Funke kommt. Ja. Und wenn der Funke da ist, lässt du den Knopf los. Okay. Genau. Ein bisschen tiefer den Brenner. Genau, tiefer. Noch tiefer. Ein bisschen auf der Stelle warten. Okay. Genau, und jetzt bewegst du dich langsam vor. Ja. Hoppla. Ich glaube, das wird furchtbar. Brennt das Ding total ab. Jetzt musst du noch mal auf den... Genau. Genau. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ist schon viel schwieriger. Genau, jetzt machst du das mit dem Zeigefinger. Den Handballen legst du ab. Dann dreh dich noch mal ein bisschen genau so. Jetzt kannst du genau hier reingucken und gucken, was passiert. Mhm. Ja? Der Brenner kommt jetzt so ein bisschen schräg. Das kannst du so lassen. Wenn das für dich eine gute Position ist, dann gehst du hier mit dem beweglichen Kopf hin und machst ihn so ein bisschen parallel zum Blech. Ja? Du darfst ihn ruhig da ablegen. Mhm.
Wichtig ist, dass die Elektrode nicht den Zusatzwerkstoff oder das Grundmaterial berührt. Ja, Achtung, gedrückt halten. Genau, alles gut, nochmal. Und jetzt loslassen und jetzt kannst du schweißen. Kleinen Augenblick warten, noch kein Zusatzwerkstoff. Warten. Ganz warten. Jetzt so langsam in Position gehen und jetzt mal ein Tröpfchen geben. Genau, noch ein bisschen mehr Zusatzwerkstoff und dann so langsam bereit machen vorzugehen. Genau, und noch ein Tröpfchen. Genau, und jetzt mit dem Draht immer parat stehen und noch ein Tröpfchen. Genau, und langsam vor. Wenn dir das hilft, darfst du das Keramik ruhig auf die Schweißnaht legen. Genau, so ist super. Genau, nicht so viel nach vorne und den Abstand zum Blech wieder ein bisschen verringern, also runter mit, genau. Genau, und wieder nach vorne und noch ein Tröpfchen, ja. Genau. Das sind schon Welten, ne? Genau so. Aber Prinzip hast du verstanden, ne? Schmelzbad aufbauen, bumm, rein damit. Ja. Ich würde einfach mal, sieht schon gut aus. Ich würde jetzt gar nicht mehr so viel dir erzählen wollen. Einfach nochmal loslegen. Einfach nochmal Nähtchen machen. Also drauf drücken, gedrückt halten, bis der Zündstrom kommt. Genau. Dann loslassen. Genau. Und jetzt warten wir ein bisschen. Du kannst mit dem Draht schon mal in Position gehen. Genau. Und jetzt kannst du dem auch schon langsam, genau. So, und wenn du meinst, dass er genug Temperatur hat, das sieht man, ja genau, und jetzt gibst du dem immer wieder eine, richtig, Brenner unten halten, genau, nicht zu weit unten, so ist schon gut, genau, und jetzt, genau, so, jetzt kannst du noch mal auf den Knopf drücken und gedrückt halten. Okay, gut. Ja, was ist los? Besser. Nee, nicht besser, das ist richtig gut. Ja? Das ist richtig, also was die Lara letzte Woche mit Mack gemacht hat, das macht die Vanessa jetzt mit dem kompliziertesten Verfahren, was es gibt auf Erden. Na? Das ist eine richtig amtliche Naht. Ja? Sehr schön. Das macht auch echt Spaß, muss ich sagen. Also ich habe von Mal zu Mal mehr, macht mir das mehr Spaß tatsächlich. Also ich bin jetzt raus. Das hat gut geklappt hier mit dem, ne? Mhm. Tupfen. Ja. Ja, mehr nicht. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Super, mach noch ein Nähtchen. Ich gehe auf Seite, das kriegst du allein. Obwohl doch, ich will zugucken. Ja, warten. Drücken und gedrückt halten. Dann loslassen. Genau. Glaube ich, ab. Ja, alles gut. Du hast jetzt das Problem, dass die Wärme nicht mehr weg kann, weil, ja, weil die eine Flanke da quasi so nah an der Schweißnaht dran ist. Ups, jetzt habe ich das ganze Ding angekokelt. Hoppla. Oh ja, das ist jetzt ziemlich heiß. Zunächst mal top. Ja, von hier nach da top. Wäre sie jetzt hier nicht abgebogen, ja. Wenn du so abbiegst, dann hast du ein Problem und zwar, dass auf der Seite die Wärme nicht mehr weg kann. Ja. Und die staut sich dann enorm. Ja? Ich habe es auch deswegen, gespürt, tatsächlich. Genau, deswegen wirst du hier breiter. Aber dieses Ding hier, ja, ganz ehrlich, das ist von da nach da
Hier bist du halt einfach falsch abgebogen. Das ist aber, ja. War schade, aber ich konnte es dann nicht mehr retten. Aber hier ganz klar, du hast dieses Prinzip verstanden oder du die Wahrnehmung, Schmelzbad, Reintunken, Nahterhöhung und so weiter, da hattest du gerade eine sehr schnelle Auffassungsgabe von dem hier zu dem da, ja. Jetzt hast du Elektrode super gemacht, ne? Du hast ja tatsächlich das geschafft, dass die Schlacke so in einem. Und eine Wicknaht, das heißt Wick-Kombi-Prüfung. Ja, Elektrode, Wick-Kombi-Prüfung, das ist so ganz klassischer Hochdruck-Rohrleitungsbau. Nicht Mädels Top-Choice, ne? Ja. Aber nice. Der Tisch ist auch ganz warm. Ja, ja, das ist ganz warm ist gut, ja. Salut! Wick schweißen. Magst du schweißen? Ja, ich mag das gerne. Ich stehe sogar manchmal nachts auf und schwitze. Kennst du? Helm an. Okay. Handschuhe. Ja, also brauche ich Tickpen oder brauche ich nicht? Möchtest du einen Tickpen haben? Ja, warum nicht? Ich organisiere dir einen Tickpen. Okay. Habe ich den Mädels vorenthalten, ne? Irgendwie der dritte Teilnehmer, der dann kommt, der hat irgendwie immer am meisten... Guck mal hier, flammneu. Den lassen wir hier. Zeig mal. Guck mal hier. Hier gibt es eine Sache, die muss man beachten. Siehst du, dass der daneben liegt? Mhm. Der Draht? Der Zusatzwerkstoff muss zwischen diese beiden Gummi, dass der Draht oberhalb liegt. Ja, das darf nicht sein. Ich korrigiere das mal. So. Jetzt liegt der mittig drin. Ja? Und jetzt kannst du... Peng, peng, peng. Du kannst auch auf dem Gummi. Ne? Siehst du, der Salou packt das aber schon anders an, ne? Der... Möchtest du dich setzen? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Achtung, warte. Lass mal los den Knopf. Jetzt kannst du schweißen. Runter mit dem Brenner, runter, ja, das geht auch. Das war bestimmt gut in der Nahaufnahme, ne? Aber ganz ehrlich, das sah gut aus, das sah sehr vielversprechend aus. Möchtest du lieber mit Zweitakt schweißen? Ja. Gedrückt halten, schweißen, 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 loslassen, Ende. Echt, ja. Ja? Dann stellen wir das um. Ganz ehrlich, richtig gutes Talent, ja, ist so. Ja, guck doch mal, ist doch super. Aber du darfst eine Sache nicht machen. Wenn du hinten angekommen bist, lass den Brenner unten und eine Sache, glaube ich, gib dir hier ein bisschen mehr Draht.
Du kannst die Hand hier so weit weglassen und dann geben. 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 Weißt du, wie ich meine? Okay. Ne? Nicht bis hinten arbeiten. Okay. Wir wollen ja kein Alu. Geh ein bisschen weiter weg mit dem Brenner. Genau. Und ein bisschen langsamer. Genau so. Das sieht gut aus. Unten bleiben. Genau. Na, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Die Entfernung. Du bist sehr nah. Okay. Andere haben immer das Problem, weiter wegzugehen. Okay. Ne? Du kannst, gerade wenn du so, wenn du diese Hilfestellung hast, den Handballen aufzulegen, kannst du sehr gesund, sag ich mal, diesen Abstand kontrollieren. Du schiebst ja quasi über den Handballen, richtig? Ja. Genau, das ist gut. Das ist gut. Auf jeden Fall musst du ein kleines bisschen weiter weg, nicht viel. Okay. Ne? Weil du dann, der Lichtbogen, der wird breiter unten. Dadurch wird auch dein Schmelzbad breiter, dementsprechend wird auch deine Naht breiter. Ja? Das ist eine gute Sache. Ansonsten hier von wegen Schmelzen und Zusatzwerkstoff drauf, sieht das gut aus. Ja? Jetzt machen wir eine Sache, die Regelmäßigkeit. Okay. Mit Tröpfchen, 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 das kommt mit der Zeit. Mhm. Erstmal ein Verständnis dafür bekommen, Schweiß gut anzuhäufen, halt, aber das ist schon da, ne? Das ist bei allen drei Nähten schon da. Jetzt müssen wir eine Sache machen, deine Wolfram-Elektrode, Achtung, die gucken wir uns einmal an. Die ist hinüber, ne? Einmal treffen, wir machen die jetzt einmal sauber, dann gucken uns die einmal an, wie die in vernünftig aussieht, ja? Freunde, so sieht die aus, ja? 2,4 mm Wolfram-Elektrode wird angeschliffen, immer so zweifach der Elektrodendurchmesser, ja, wären quasi ungefähr 5 mm. Und genau diese 5 mm guckt diese Spitze bitte auch aus dem Keramik hervor. Das ist so eine Standardeinstellung. Ist eine Grundeinstellung, kann auf Begebenheiten gerne angepasst werden. Ja, das heißt also ein Stück weiter raus, ein Stück weiter rein, je nach Belieben. Warte, 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 Salou, auf der Stelle warten, 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 warten. Jetzt ein Tröpfchen. Genau, und noch ein Tröpfchen. Langsam nach vorne, noch ein Tröpfchen. Genau so, Abstand ist super, Schmelzbad ist gut, nicht zu nah dran, genau. Genau. Ganz ruhig bleiben und genau so durchziehen. Ganz ruhig bleiben, jetzt gleich nicht abheben. Genau. Hast einen Trick gemacht? Hast du gerade einen Absenktrick gemacht? Ich finde. Ja. Aber hier, das stimmt nicht her. Ich weiß nicht, ob du dich neu sortiert hast mit dem Draht oder so, mit dem Zusatzwerkstoff. Das kann sein. Das ist sehr gut hier vorne. Mhm. Ne? Richtig gut. Auf jeden Fall hast du dieses Problem in den Griff bekommen, hier hinten auszumachen. Ne? Hier hinten ist ein bisschen grau und matt, weil sich die Temperatur gestaut hat. Ne? Aber das, also das hier vorne ist richtig perfekt, ne? Das ist eine richtig schöne, aber du hast hier
Du hast hier einmal den Knopf losgelassen und wieder drauf gedrückt. War das gewollt? Weil das ist so ein Trick, den du anwenden kannst. Du kannst quasi, wenn du Zweitakt fährst und möchtest, dass das Werkstück ein bisschen abkühlt, kannst du das loslassen. Okay. Dann geht der Strom zurück, der geht in den Downslope, ja, in die Stromabsenkung, ganz genau. Wenn du aber nicht möchtest, dass der ausgeht, sondern nur Temperatur rausnehmen willst, dann kannst du wieder drauf drücken und dann geht er wieder auf Schweißstrom. Damit hast du so ein bisschen Temperatur. Das sah sehr professionell aus gerade. Du willst mich nämlich foppen. Richtig? Hast du gut gemacht? Ich bin auch auf diese Aufnahme sehr gespannt, weil wir da richtig einmal... Das war richtig weit weg, ne? Das waren so 40, 50 Millimeter. Da sieht man mal, also die Gasglocke, die ist irgendwann am Ende, ne? Jetzt holen wir die Mädels runter. Ja, dann quatschen wir einmal noch zwei, drei Sätze, Freunde. Einfach mal ganz in Ruhe. Wie war's? Jetzt so am Ende unserer Dreier-Serie. War cool. Habt ihr ein bisschen mitgenommen, ne? Ja. Oder? Jeder hat so einen anderen Fehler aufgedeckt. Ganz geil. Vanessa, Schlacke ab bei der Elektrode. Ne? Die Lara hat mich vernichtet im Mackschweißen. Ja? Tickpen. Hast du einfach mal einen Joker gezogen, ne? Schön Joker ziehen und sich so diesen Vorteil verschafft, ne? Gut. Vanessa auch hart abgeliefert. Und wir werden das auch bestimmt wiederholen. Vielleicht machen wir eine Aluminium-Bonus-Folge. Sehr gerne. Ja, Rookie Reloaded machen wir. Anfänger fragen, wie sie fragen möchten. So die Fragen, die einem halt nicht immer so einfallen. Ja, die hauen die einfach raus. Der Salou hält einfach mal den Brenner 50 mm weit weg. Ne? Weil das Ausmachen nicht geklappt hat. Richtig schöne Nahaufnahme. Bin ich ganz gespannt drauf, wie die aussieht. Gelernt. Letzte Naht. Abstand halten. Ne? Richtig gut. Stabile drei Folgen. Haben mir sehr gut gefallen. Wir haben ein bisschen was gesehen. Ja, alles wie immer. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns wie immer in der nächsten. Diese Regelmäßigkeit, die kommt immer mit der Übung. Das ist ja selbst bei mir, ist das immer... Naja, gut. Guck mal, wie schön die aussieht.